Also, normalerweise gehe ich so nicht auf die Bühne, sondern mit Musik gehe ich auf die Bühne und. Warte mal, Evi, was machen? Ich überlege gerade, kann man mich genug sehen? Sieht man das? Wer sieht mein Knie, dass meine Hose zerrissen ist? Da hinten seht ihr nämlich gar nichts, oder? Was? Die von vorne sollen nach hinten gehen? Damit du vorne bist, ja, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Aber normalerweise hätte ich das gar nicht bestuhlt. Ich wusste bloß nicht, dass ihr so viele seid. Weil dann hätte ich die ganzen Stühle rausgeschmissen und hätten wir hier richtig Party gefeiert mit Tanzen und allem drum und dran. Jetzt müsst ihr da rumsitzen. Guten Tag, ich begrüße Sie, der Herr. Das könnte gefährlich sein. Wenn Sie Lust haben, lasse ich Sie auf die Bühne schieben. Nicht, dass Ihnen was passiert. Ich sage es bloß jetzt an dieser Stelle, weil ich normalerweise nicht rede, sondern ich fange immer an zu singen, wie es sich ja auch gehört. Gut. Nö, ist okay so mit der Bühne, oder? Das hier vorne brauche ich zwar alles nicht. Mir würde das hier genügen. Aber gut. Denn wenn ich hier unten bin, sieht mir sowieso keiner mehr. Hi. Hallo. Hallo. So, wo ich jetzt gerade rede, ich lasse mich gleich richtig ansagen. Ich lasse mich gleich ganz normal ansagen, wo ich gerade rede. Ich habe eine Frage. Ich war hier schon mal in Willingen, Schwenningen, das ich weiß nicht, wie viele Jahre das... Was, wo bin ich? Was habe ich gesagt? Was? Wie heißt das? Ja, ich habe es nur eingespeichert. Willingen, Schwenningen. Was? Pass auf, du schreist so schön, sag's mir mal laut. Jetzt machen wir mal ein kleines Mechami. Wo bin ich hier? Willingen, Schwenningen. Ach, ich habe es mit W gesagt. Oh, wow. Na, das verstehe ich. Ich meine, einen Eigennamen soll man schon, oder einen Namen einer Stadt soll man schon richtig aussprechen. Willingen, Schwenningen. Ich bin begeistert. Also, wo ich war hier mal vor Jahren. Und habe ich das zwar auch gefragt, obwohl ich da noch nicht so harte Party machte, wie ich es jetzt mache. Das ist wirklich Hardcore-Party. Jetzt frage ich einfach mal hier in die kleine Runde. Soll ich richtig so harte Party machen, wie ich es auf Mallorca gewöhnt bin? Aber das ist für die Älteren, ich weiß nicht, das geht richtig in die Ohren. Das haut richtig hin. Aber dann gebe ich richtig Dampf. Dann fliegt euch aber hier vorne den Älteren, fliegen die Haare zurück. Das ist okay. Ihr wollt es wirklich? Ja. Sowas wie, ich bin der König von Mallorca. Echt? Naja. Du brauchst das Mikrofon, glaube ich, gar nicht so laut machen. Ich merke das gerade. So, ich muss mal den Ständer ausprobieren. Jetzt ist wunderbar. Ja, in meinem Alter. Gut, wollen wir dann anfangen? Du brauchst übrigens, ich höre das hier gerade, Technik. Ich weiß nicht, wo auch immer du sein magst. So trocken wie möglich. Gib mir, da hinten bist du. Gib mir nochmal das Delay. Ich meine, wir sehen, ob das Delay geht. Jetzt machen wir einen Soundcheck. Dann ist es okay. Jetzt machen wir einen Soundcheck. Okay! Jetzt machen wir einen Soundcheck. Okay! 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 Hört ihr das? Ja, das macht die Technik. Gut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich hätte Lust, wenn ihr es auch habt. Aber wie gesagt, scheut euch nicht richtig mitzumachen. Einen König sehe ich das schon. Ja, Alter, du kannst nachher vielleicht mal auf die Bühne kommen. Ansonsten kommen nur Mädels oder vielleicht Kinder auf die Bühne. Hier vorne haben wir ja ein bisschen Platz. Aber warte noch ein bisschen. Ich habe Security deswegen extra da, damit euch nichts passiert. Um mich habe ich keine Angst. Ja, wie schade, du bist alt genug. So, in dem Sinne. Ja, wollen wir anfangen? Jetzt lasse ich mich ankündigen. Und wenn ich dann hier auf diese kleine Bühne komme, dann tut ihr alle so, als wenn ihr mich noch gar nicht gesehen hättet. Ihr fragt euch jetzt alle so insgeheim. Versucht das mal euch jetzt so vorzustellen. Ob der Drebs wirklich nach Willingen, Schwenningen gekommen ist? Ob er das geschafft hat? Ob er das überhaupt gefunden hat? Das fragt ihr euch, weil der kennt doch nur Mallorca, wie man so schön im Volksmund sagt. Ja? Das fragt ihr euch und auf einmal bin ich da und dann bitte möchte ich, wenn ich nicht hier gerade gegen die Lampe laufe, möchte ich, dass ihr richtig schön Gas gebt und dann fangen wir so allmählich an. Ich fange erst ganz dezent an, gnädige Frau, ich sehe sie gerade hier vorne mit der Brille. Ja, sehr aparte Dame. Ich fange ganz dezent an, bloß danach müssen Sie sich festschnallen. Da geht's richtig los. Ja? Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß. Jetzt lasse ich mich professionell ansagen. Wo ist der Moderator? So, jetzt kommst du, jetzt sagst du mich an und dann komme ich, dann bringst du mir das Mikrofon wieder zurück und dann fange ich hinterm Zelt an und so weiter. Oder hat er sein eigenes Mikrofon? Okay. So, jetzt das Ganze nochmal auf die professionelle Art und Weise mit einer richtigen Ansage, wie es sich für einen König gebührt. Wir haben heute den König von Mallorca hier, das haben Sie mit Sicherheit schon festgestellt.
Herr Jürgen Drews, ein Schlagerstar, den wahrscheinlich meine Oma noch mochte und meine Mutter und alle Leute, die ich sonst so kenne. Anders kann es doch nicht sein, sonst wäre das Schwarzwald Bar Center, der gesamte Parkplatz, wir haben das vorher aus der Luft beobachtet, nicht so gerammelt voll. Herr Jürgen Drews, wenn ich Sie dann bitte, Eure Majestät, auf die Bühne bitten dürfte. Ich glaube, die Leute sind schon völlig außer Rand und Band und können es gar nicht mehr erwarten, so richtig Party zu machen. Ein bisschen Applaus, so meine ich, könnte nicht schaden. Liebes Villingen Schwenningen, das geht noch lauter. Wir versuchen es mal mit Jürgen. Jürgen, 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 Cinema!